Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Potion Permit am PC. Es gibt auch eine Switch-Version, das hier ist allerdings die PC-Version. Ich spiele mit einem Controller, beziehungsweise, ja, machen wir hier mal eine weibliche Wütsau. Haarfarbe, Augenfarbe, Outfitfarbe, sehr cool. Umhangfarbe. Ah, das ist hier. Sieht ja eher schalmäßig als umhangmäßig aus. Und der Name kann ich hier. Nö, ich kann nicht mit der Tastatur. Aber das haben wir gleich. Ist ja kein langer Name. So, bist du sicher? Ja, bin ich. Es geht los. Grafisch ist es auf jeden Fall schon mal genau mein Ding. Ich mag diesen Stil total gerne. Ich bitte um Entschuldigung. Wütsau, ich bin Dr. Nestor vom Alchemistenrat. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit meinem Kollegen auf der Insel Mondburg. Da wir denselben Zug nehmen, hat die Hauptverwaltung mich gebeten, dich zu begrüßen. Oh, ich wusste gar nicht, dass du deinen Hund mitbringst. Der ist ja knuffig. Wie heißt der? Wie heißt er? Das ist eindeutig ein... Oh. Ein Wasti. Okay. Das ist aber ein schöner Name. Hilfst du Wütsau bei diesem wichtigen Auftrag, Wasti? Wir sind schon fast am Bahnhof von Mondburg. Während wir auf der Insel sind, repräsentierst du den Alchemistenrat. Bist du vorbereitet auf das, was kommt? Das ist eine bedeutende Gelegenheit für uns. Wir alle zählen auf dich. Wenn du erfolgreich bist, erhalten wir vielleicht endlich die Erlaubnis, eine Zweigstelle auf der Insel zu errichten. Der Tee ist... Achso. Da sind wir auch schon. Machen wir uns auf den Weg. Das waren die Bremsen natürlich, nicht der Tee. Ach ja. So. Das ist die Wütsau, die Insel Mondburg. Und hier sind auch schon unsere Kollegen. Darf ich vorstellen, Moira und Colin. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Du musst das neue Alchemie-Genie sein. Wir haben schon mit dem Bürgermeister gesprochen. Er wartet am Stadttor auf dich. Der Rat zählt auf dich. Lass uns nicht im Stich. Kein Druck. Oh, lass dir von ihr keine Angst machen. Hey, du hast doch dein medizinisches Journal dabei, oder? Was? Denk dran, immer wieder hineinzusehen und es aktuell zu halten. Und bitte, sei immer höflich und hilfreich. Du bist der erste Repräsentant des Rates hier. So, jetzt machst du dich besser auf den Weg. Viel Glück, Wütsau. Die haben ja fast keine hohen Erwartungen. Glaubt ihr, dass Wütsau allein zurechtkommt? Ich habe da so meine Zweifel. Aber ich bin gespannt, was passiert. Machen wir uns auf den Weg zurück in die Hauptstadt. Sind jetzt nur mit uns mitgefahren, um uns hier aussteigen zu lassen und wieder zurückzufahren?
Wütsau, wir haben dich schon erwartet. Jetzt darf ich dich also herzlich in Mondburg willkommen heißen. Ich heiße Meier. Ich bin der Bürgermeister hier. Und das ist meine Frau Marielle. Es ist mir eine große Freude, dich kennenzulernen. Ich war es, der den Brief in die Hauptstadt geschickt hat. Es ist so, unsere Tochter braucht Hilfe. Unsere Rue geht es schon sehr lange schlecht. Ich nehme Rue an. Oder Rue? Ne, Rue, sage ich. Wir haben versucht, das richtige Heilmittel zu finden, aber bislang konnte ihr nichts helfen. Wir hoffen, dass du sie wieder gesund machen kannst. Oh je. Rue befindet sich gerade in Behandlung bei unserem örtlichen Heildoktor. Es wird noch etwas dauern, bis sie zurückkommt. Ich erzähle dir so lange etwas über die Erfahrungen, die Mondburg mit Alchemie-Genies aus der Hauptstadt gemacht hat. Wärst du so freundlich, uns zu begleiten? Bevor ich dir alles erkläre, würde ich dich gerne allen vorstellen. Boah, das sind viele Leute hier. Guten Abend alle miteinander. Wir sind heute Abend hier, um einen Gast zu begrüßen. Darf ich vorstellen, dies ist Wützau. Wützau ist ein Alchemie-Genie, das uns der Alchemistenrat gesandt hat. Wie ihr alle wisst, ist unsere Tochter schon sehr lange krank. Meine Frau und ich versuchen, nach wie vor ein Heilmittel für ihre Krankheit zu finden. Und daher haben wir in der Hauptstadt um Unterstützung gebeten. Ich hoffe, ihr heißt Wützau herzlich willkommen. Ein Alchemie-Genie also hätte nicht gedacht, dass wir in dieser Stadt noch einmal eins zu sehen bekommen würden. Wir wissen, wie sehr ihr euch ein Heilmittel wünscht, aber du solltest dir überlegen, wen du ins Dorf holst, Meier. Ein Alchemie-Genie beim Klappautermann. Ich habe heute Leute in meiner Crew, die haben mehr drauf. Den Leuten aus der Hauptstadt kann man nicht trauen. Hast du vergessen, was sie getan haben? Also eine herzliche Begrüßung sieht anders aus. Aber meine Lieben, so empfängt man doch keinen Gast. Genau, hört auf sie. Bitte entschuldige, sie sind nur etwas aufgeregt. Aber jetzt folge mir doch bitte. Ich zeige dir deine Unterkunft. Naja. Dieses alte Haus gehörte unserem früheren Alchemie-Genie. Er ist schon vor langer Zeit weggezogen. Da es leer steht, kannst du es übernehmen. Ist auch überhaupt nicht baufällig oder so hier links. Es muss dir komisch vorkommen, dass die Leute hier nicht gerade begeistert auf deine Ankunft reagieren. Das liegt an einigen Vorkommnissen, die wir hier mit dem Alchemistenrat erlebt haben. Unsere Beziehung zum Rat ist bisher ziemlich katastrophal verlaufen. Ich nehme an, in der Hauptstadt hat niemand ein Wort darüber verloren. Eher nicht. Du wirst mehr darüber erfahren, während du die Insel kennenlernst. Wir kommen auf das alles zurück, nachdem du dich ausgeruht hast, ja? Und bitte vergiss unsere große Bitte nicht. Unsere Tochter braucht deine Hilfe. Wir sehen uns morgen, Wützau. Gute Nacht, schlaf gut. Ein ereignisreicher Tag. Lange Zugfahrt, bescheidene Begrüßung, baufällige Hütte. Aber jetzt erstmal pennen gehen. So, du kannst deinen Charakter frei bewegen. Während du herumläufst, folgt dir dein Hund überall hin. Leider darf er nicht mit ins Haus. Du kannst mit einigen der Hindernisse um dich herum interagieren. Wenn du dich in der Nähe eines interaktiven Objektes befindest, wird ein Symbol eingeblendet. Wenn du dich in der Nähe von mehreren interaktiven Objekten befindest, kannst du zwischen ihnen hin und her schalten. So, schlafen wollen wir nicht. Oh, ein Paket. Du kannst deinen Raum mit verfügbaren Möbeln dekorieren. Versuche mit dem Grundrissobjekt zu interagieren,
um mit dem Dekorieren deines Raums zu beginnen. Du kannst mehr Möbel bei Bauen und Einrichten kaufen. Also hier dekorieren. Jedes neu erhaltene Möbel wird hier als Dekoration registriert. Du darfst mit den Möbeln den Weg zwischen Bett und Tür nicht versperren. Du kannst die Möbel drehen, um den verfügbaren Platz in deinem Zimmer optimal zu nutzen. Wir könnten hier einen Tisch, wenn wir denn einen hätten, aufstellen. Oder einen Stuhl. Hier haben wir ein kaputtes Sofa. Ist doch wunderschön. Beleuchtung gibt, haben wir nichts. Dekoration haben wir nichts. Verschiedenes. Einen schönen Teppich haben wir hier. Wunderbar. Also wenn das nicht hübsch ist, hier können wir sitzen. Ja, nichts zu erforschen. Wer klopft an? Guten Morgen, Wütsau. Du hast doch hoffentlich gut geschlafen. Ausgezeichnet. Darf ich dir meinen Assistenten vorstellen? Das ist Xiao. Ach, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich sag Xiao. Ich sag nur Xiao einfach. Schön, dich kennenzulernen. Ich arbeite mit Bürgermeister Meier zusammen im Rathaus. Ich hatte gehofft, dass ihr euch gut verstehen würdet. Wenn du irgendetwas brauchst, wird Xiao dir sicher helfen können. Dies ist dein erster Tag hier. Du solltest zunächst unsere Insel kennenlernen. Ich habe einen unserer Ranger gebeten, dir eine Einführung zu geben. Er wartet dich am Wiesengrund. Du erreichst ihn, wenn du die Brücke im Süden überquerst und dich dann nach Osten wendest. Er hat auch ein paar Dinge für dich. Nun, du machst dich besser auf dem Weg. Unser Ranger Forest ist sicher schon dort. Dann werden wir doch mal den guten Forest suchen. Deine hervorgehobenen Aufgaben werden in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Auf der Aufgabenseite in deinem Tagebuch kannst du eine andere Aufgabe wählen, die hervorgehoben werden soll. Die Minikarte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zeigt Aufgabenziele in Form von Symbolen an. Du kannst die Karte vergrößern, um dir alle auf der Insel verfügbaren Aufgaben anzusehen. Okay. Das hier ist unser Tagebuch-Dingens. Und das hier ist die Karte. Da sind wir und da sollen wir hin. Also hier rüber nach Süden und nach Osten. Wie er gemeint hat. Ah, es ist richtig hübsch hier. Quasi raus aus der Stadt und hier zum Eingang Wiesengrund. Und da ist er ja schon. Forest. Hallo, du musst das Alchemie-Genie sein. Ich heiße Forest. Bürgermeister Meier hat dich schon angekündigt. Ich habe hier etwas für dich. Was bekomme ich jetzt? Betrachte es als Willkommensgeschenk. Du wirst es wahrscheinlich bald brauchen, denn ich habe auch eine Aufgabe für dich. Ich möchte, dass du einige Kräuter für mich sammelst. Du weißt doch sicher, wie man das macht. Als Alchemie-Genie sollte ich das wissen. Übrigens, der Bürgermeister hat es dir wahrscheinlich schon erzählt. Es gab vor einer Weile einen Unfall, bei dem viele der Pflanzen hier vernichtet wurden. Wenn die aus der Hauptstadt sich doch nur verantwortungsvoller benehmen, dann würden solche Tragödien vermieden. Ups, ich und meine große Klappe. Wenn du fertig bist, komm zu meinem Haus. Das wär's von mir. Viel Glück da draußen, Alchemie-Genie. Benutze deine Werkzeuge an
Ernteknoten, um Ressourcen zu sammeln. Ernteknoten kannst du an ihrem Glitzern erkennen. Jedes Mal, wenn du ein Werkzeug verwendest, wird Ausdauer verbraucht. Stelle sicher, dass du das korrekte Werkzeug zum Sammeln von Ressourcen verwendest. Du kannst zwischen Sichel, Hammer und Axt wählen. Mit LB und RB, okay? Kannst Angriffen durch eine Ausweichrolle entgehen. Eine Ausweichrolle verbraucht keine Ausdauer, aber nach mehreren aufeinanderfolgenden Rollen musst du dich etwas erholen. Okay. So. Ich will jetzt eigentlich ganz kurz mal schauen. Nö, kann ich nicht. Die Textgeschwindigkeit etwas umstellen könnte. Aber gut, so. Hier, ganz oben links sehen wir das ausgewählte Werkzeug. Ein Gänseblümchen. Oh. Oh, ich dachte, das wäre zum Aufheben. Ha. So, und mit der Axt können wir Bäume umkloppen. Wir brauchen auf jeden Fall Basilikum, Jasmin und Gänseblümchen. Das sind Gänseblümchen. Oh, Eisenerz. Oh, Klebegelee. Und soweit ich das jetzt irgendwie beurteilen kann, ist es ziemlich egal, mit welchem Werkzeug man auf die Gegner eindrischt. Das hier bringt nichts. Das bringt wirklich nur was mit dem richtigen Werkzeug. So, Gänseblümchen haben wir jetzt. Jasmin und Basilikum brauchen wir noch. Gehen wir mal hier ein wenig rum. Ach, die sind ja teilweise total niedlich. Was haben wir hier? Wiesengrundexperiment Tag 1. Ich, Dr. Samuel, wurde beauftragt, das Forschungsteam für diesen Bereich zu leiten. Der Boden von Mondburg weist wirklich sehr einzigartige Eigenschaften auf. Die Gegend des Wiesengrunds ist ausgesprochen üppig bewachsen und hier gibt es eine einzigartige Vegetation. Ich habe viele Bäume und Tiere untersucht, die in diesem wunderschönen Ökosystem leben und gedeihen. Wir werden Bodenproben nehmen und untersuchen, wie er bei unseren Experimenten reagiert. Wenn unsere Forschung erfolgreich ist, wäre das für die Hauptstadt und die Bürger von Mondburg ein großer Fortschritt. Die Fruchtbarkeit des Bodens wird sich erhöhen und die Vegetation schneller wachsen. Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, um unseren Auftrag zu erfüllen. Seite fehlt. So, ein Pilz. Was ist... Oh, Mann. Ah, hier. Jedes deiner Werkzeuge kann in der Herz... Achso, hier. Du wirst auf Ressourcen treffen, die bessere Sammelwerkzeuge benötigen. Deine Werkzeuge werden nicht so effektiv sein und es kostet dich mehr Mühe, Materialien zu sammeln. Jedes deiner Werkzeuge kann in der Herzglutschmiede verbessert werden. Mit stärkeren Werkzeugen kannst du einfacher Materialien sammeln. Mir gefällt das nicht, wie der Bär hier wartet. Zitronenmelisse. Falsche Taste. A ist die Ausweichrolle. Das ist auf jeden Fall nichts, was wir brauchen würden. Zitronenmelisse brauchen wir nicht. Im Moment zumindest noch nicht. Weg wegen eines Erdrutsches versperrt. Hier haben wir was. Das ist Basilikum. Da brauchen wir drei davon.
Was haben wir hier? Sieht man eigentlich auch auf der Karte. Schauen wir mal, ob wir das... Oder sind das nur... Ich glaube, das sieht man nur, weil ich das... weil ich hier schon welches gefunden habe. Aber ich nehme jetzt mal stark an, dass wir hier in diesem Bereich Jasmin finden werden. Oder weitere Pilze. Hier, das sieht doch nach Jasmin aus. Wunderbar. Und jawohl. Und da kommt schon... Autsch. Gehe zwischen 10 und 20 Uhr zu Ranger-Posten. Okay. Sporen bekommen wir von dem, okay. Und dem bekommen wir so Klebedingens. Wenn dir die Ausdauer ausgeht, kannst du deine Werkzeuge nicht mehr benutzen. Außerdem läufst du langsamer. Wenn du Konsumgüter aus deinem Rucksack verzehrst, stellt das deine Ausdauer wieder her. Ausdauer kann auch durch Schlafen bei dir zu Hause oder durch ein Bad im Badehaus Weidenbad wiederhergestellt werden. Okay, dann beschränken wir die Kämpferei mal. Wir haben jetzt im Moment nicht so viel Ausdauer. Du kannst für jeden Reisepunkt, die generell durch rote Banner markiert sind, schnell reisen. Um das zu tun, musst du den Reisepunkt aktivieren, indem du mit ihm interagierst. Sobald er aktiviert ist, sind die Punkte auf der Weltkarte registriert. Du kannst zu jedem zuvor registrierten Punkt, der auf der Weltkarte verfügbar ist, schnell reisen. Während du dich in einem Gebäude aufhältst, kannst du allerdings nicht schnell reisen. Also wir könnten hier jetzt schnell reisen. Und zwar, wohin? Hierhin zum Beispiel, Haus der Tränke. Wir sollten jetzt mal... das Ranger-Dingens-Haus finden. Das ist hier, okay. Das ist der Ranger-Posten. Und zu dem sollen wir kommen. Hallo! Da sind wir wieder. Hast du alles gefunden, was ich haben wollte? Gute Arbeit. Ich muss zugeben, ich bin überrascht. Du hast deine erste Aufgabe erledigt. Dann werde ich dir jetzt eine neue geben. Suche Schau auf. Er wartet sich im Rathaus auf dich. Du weißt doch, wo das Rathaus ist. Ja, auf der Karte sehen wir das. Lass ihn nicht warten. Ja, ja, ich gehe ja schon. So, eine Aufgabe abgeschlossen. Zwischen 8 und 15 Uhr zum Rathaus. Es ist 13.20 Uhr. Das könnte sich... 13.30 Uhr. Das könnte sich ausgehen, eventuell. 13.40 Uhr. Wir versuchen das Ganze... relativ schnell zu finden. Das geht sich aus. Auf jeden Fall. Da bist du ja. Du hast also deine erste Prüfung mit fliegenden Fahnen bestanden. Dann darf ich wohl durchaus etwas mehr von dir erwarten. Und jetzt lass mich dir Runenherz vorstellen. Du bist also das Alchemie-Genie. Ich habe Runenherz gebeten, den Kessel in deinem Haus zu reparieren. Gehen wir doch gleich zusammen hinüber. Zu unserem Haus, oder wie? Das ist also das rostige alte Ding, das ich reparieren soll? Ja genau, kriegst du das hin? Kinderspiel. Ich kann aber nichts bezahlen, glaube ich.
Das Schätzchen ist so gut wie neu. Ich bin dann hier fertig. Geh pfleglich mit dem guten Stück um, ja? Okay. So, jetzt hast du also einen funktionstüchtigen Kessel. Dann kannst du ja gleich ein paar Tränke brauen. Das ist doch sicher kein Problem für dich. Schließlich bist du Alchemiegenie, nicht wahr? Wenn es dir an Zutaten mangelt, findest du jede Menge nützliche Ressourcen im Wiesengrund. Wenn du fertig bist, besuch mich doch bitte im Rathaus. Und nun entschuldige mich bitte. Der Kessel ist somit freigeschaltet. So, einmal neutral Kräuterbalsam herstellen und einmal Wundreiniger herstellen. Der Kessel ist dein wichtigstes Utensil, das du zum Brauen von Tränken nutzt. Um mit dem Brauen eines Tranks zu beginnen, brauchst du ein Trankrezept. Du kannst deinen Kessel auch verbessern, um seine Kapazität zu erhöhen. Also wir haben hier ein neutral Kräuterbalsam. Dieses Gemisch hat eine sehr reine Farbe und wärmt die Haut. Gegen Juckreiz. Erlaubte Zutaten. Okay, erlaubte Zutaten ist überall eigentlich gleich bis jetzt. Ein entspannender Balsam, ein sehr dickflüssiger, beruhigender Balsam, der leicht nach Kräutern duftet. Gegen Ausschlag, hier gegen Prellungen, ein Wundreiniger, ein Trank mit der Konsistenz einer Creme, stark kühlend und mit antibakteriellen Eigenschaften. Sonnentropfen gibt's noch gegen feuchte Flecken, violetter Nebel gegen Beulen. Wir suchen uns jetzt zuerst mal den Neutralkräuterbalsam aus. Mit X können wir das Rezept ansehen oder auch nicht. Wir versuchen das jetzt mal. Jeder Trank hat eine andere Puzzleform, die ausgefüllt werden muss. Füge die Puzzleteile zusammen, indem du die dir zur Verfügung stehenden Materialien verwendest. Es ist nicht erlaubt, Puzzleteile zu platzieren, die nicht die richtige Form haben. Manche Trankrezepte besitzen Beschränkungen bezüglich der nutzbaren Zutaten. Befolge die Anweisungen sorgfältig, um den Brauprozess zu beginnen. Der runde Rahmen neben dem Kessel gibt die maximal einsetzbare Materialmenge an. Übersteigst du diese Menge, kannst du nicht anfangen zu brauen. Okay, das heißt, wir haben hier Feuer, Wasser, Wind und Erde. Und haben hier ein paar verschiedene Zutaten. Und wir schnappen das und packen es da rein. Wir können aber, glaube ich, nichts wieder rausnehmen. So. Unser erster Balsam. Ein Wundreiniger sollen wir auch noch herstellen. Den machen wir nur aus dem jetzt. Okay, wir sollten wieder ins Rathaus. Schaffen wir das noch vor 15 Uhr? Ich sage ja. Außerdem hier unten links sehen wir, unser Hund hat etwas Hunger. Zumindest deute ich das Symbol so. Hast du meine Anfrage erfüllt? Sieh an, nicht übel, Wüser. Wie es aussieht, hat uns der Alchemistenrat dieses Mal ein fähiges Alchemiegenie geschickt. Seit dem Unfall hatten wir keinen mehr hier. Jedenfalls, ich werde Meier einen Bericht zukommen lassen. Er wird sicher erfreut sein. Der Bürgermeister erwartet Großes von dir, Wüzau. Das wäre alles für heute. Morgen machen wir weiter.
Yay, wir haben die Aufgabe erfüllt. Jetzt schauen wir mal. Nö. Wir gehen jetzt mal nach Hause und hauen uns ein wenig aufs Ohr. Schon alleine wegen... Ach, ich hätte hier ja schnell reisen können. Hier. Wegen der Ausdauer alleine sollten wir uns schon hinhauen. Oder sollte ich... Nö. Das ist... dermaßen... schön. Frisch ausgeschlafen. Erwartet uns ein super Tag. Meier, Wützau. Rue ist zurück. Wir haben sie in der leerstehenden Klinik untergebracht, die praktischerweise direkt neben unserem Haus ist. Komm schnell, folge mir. Maja, Wützau. Hier ist sie. Würdest du sie bitte untersuchen? Wer ist das? Was willst du hier? Matteo, das ist Wützau, das Alchemiegenie aus der Hauptstadt. Wützau, das ist Matteo, Mondburgs Heildoktor. Das sieht ja freundlich aus. Was hat das alles zu bedeuten? Du hast jemanden aus der Hauptstadt hergeholt? Matteo, lass uns das später besprechen. Jetzt musst du mir erst einmal erklären, was mit Rue los ist. Wir wissen immer noch nicht, was ihr fehlt. Ich habe alles in meiner Macht Stehende versucht, aber nichts hat geholfen. Wützau, kannst du nicht irgendetwas tun? Bitte hilf meiner Tochter. Schauen wir mal, ob wir das können. Ich habe ein seltsames Gefühl. Hals. Immer wenn ein Patient ein unbekanntes Symptom zeigt, musst du es zuerst durch eine Diagnose identifizieren. Sobald du die Diagnose erfolgreich durchgeführt hast, weißt du, unter welcher Krankheit der Patient leidet. Ein seltsames Gefühl im Hals. Also suchen wir das hier. Das Ziel dieses Minispiels, Rhythmus, ist es, die angezeigte Eingabe zu drücken. Doch das muss mit dem richtigen Timing passieren. Deine Fortschrittsleiste sinkt, wenn du die falsche Eingabe oder außerhalb des markierten Bereichs drückst. Deine Leistung im Minispiel beeinflusst die Zufriedenheit deines Patienten. Okay, wir versuchen es. Okay. Bis jetzt ganz einfach. Aber ich nehme an, dass da sicher noch viel, viel schwierigere Sachen daherkommen werden. Wie steht es um sie? Wird sie wieder gesund? Das Sonnenwurmsymptom? Ja, das ist eines der Symptome, aber die Krankheit ist viel komplexer, als wir dachten. Du willst dir helfen? Das werde ich nicht zulassen. Wir sollten Rue keine widernatürlichen Arzneimittel verabreichen. Aber wenn sie dadurch wieder gesund werden würde. Bitte tu alles, was du für notwendig erachtest, um ihre Gesundheit zurückzugeben, Wützau. Rue ist noch sehr schwach, Maya. Ich gebe dir den guten Rat, unsere traditionellen Methoden einzusetzen, um ein Heilmittel zu finden. Irgendwelche widernatürlichen Arzneimittel aus der Hauptstadt könnten schlimme Nebenwirkungen haben. Aber wenn sie meine Tochter wieder gesund machen,
Außerdem kann Wützer für das Heilmittel doch nur Zutaten einsetzen, die es auf der Insel gibt. Wenn du das für das Beste hältst, stimme ich zu, Liebling. Tust du das denn wirklich? Wenn das schief geht, bezahlt ihr einen hohen Preis. Tu alles für sie, was in deiner Macht steht, Wützer, bitte. Okay, dieser Matteo hat uns schon mal ins Herz geschlossen. Wir sollen einen Mond-Suit herstellen. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach Hause, das wie gesagt praktischerweise gleich nebenan ist, zum Kessel und... Ach hier, Mond-Suit. Eine starke Mixtur, die Keime und Bakterien abtötet, durch die Sonnenwürmer verursacht werden. Puh, wie. Das können wir doch gar nicht machen. Außer wir können das so hin. Nö. Das ist ja mal okay. Aber ich kann das nicht machen. Das kann ich nicht. Das heißt, wir brauchen irgendwas anderes. Brauchen hier irgendwas anderes. Also Gänseblümchen mal sicher nicht, Pilze auch nicht. Hier, ach so, hier ist ein Landrutsch. Ich schau mal hier rüber. Vielleicht auch irgendwas, was so ein Vieh mit hat. Oder ein Bär vielleicht sogar. Honig und eine Bärenklaue. Ups. So, die Frage ist, haben wir jetzt dadurch was bekommen? Sprich mit der Bärenklaue jetzt. Das wir nutzen könnten. Wir holen uns hier diesen Bären nochmal. Aha. Also eventuell der Honig. Wäre doch noch was. Wir teleportieren uns auf jeden Fall mal zurück und versuchen unser Glück. Jawohl, die Bärentatze war's. Sehr schön. Und hier haben wir, wie gesagt, zwei von diesen Schleimis. Und der Mondsuit ist fertig. So, und den werden wir jetzt
gleich mal verabreichen und hoffen, dass das ordentlich was hilft. Dass das ordentlich hilft hier. So, bei ihr stimmt was nicht. Mondsud drauf und alles wird gut. Die Behandlung ist abgeschlossen. Badum, badum. Total zufrieden auf jeden Fall. Vielen Dank, ich kann es kaum erwarten, wieder zu Papa nach Hause zu kommen. Ru, meine Liebe, fühlst du dich besser? Ja, ich glaube schon. Dem Himmel sei Dank. Ich heiße Büter und nicht Himmel. Oh, mein kleines Mädchen, endlich bist du wieder gesund. Fühlst du dich denn noch irgendwie seltsam, Ru? Nein, Mama, ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Ich danke dir, Alchemie-Genie, wir stehen tief in deiner Schuld. Ich freue mich, das zu hören. Aber du, was genau war in dieser Flasche? Du hast dir bestimmt irgend so ein suspektes Zeug verabreicht. Eine so schnelle Heilung ist doch gar nicht möglich. Ja, Bärentatzen halt. Du lügst also weiter, ich werde deine List schon noch aufdecken. Immer mit der Ruhe, Matteo. Wüter ist hier, um Ru zu helfen. Warum arbeiten wir nicht alle zusammen, um eine Lösung zu finden? Aber unser Alchemie-Genie hier ist aus der Hauptstadt. Hast du denn vergessen, was sie unserer Insel angetan haben? Gewiss nicht, aber die Zeiten ändern sich. Und schließlich bin ich es, der um Hilfe gebeten hat. Du bist einfach zu ungeduldig, Bürgermeister. Wir haben doch schon alle erdenklichen Heilmöglichkeiten getestet und nichts hat geholfen. Und wenn eine Veränderung unser aller Leben besser machen kann, wie könnte ich sie da ablehnen? Du enttäuscht mich. Wenn dir meine Hingabe für unsere Gemeinschaft nichts bedeutet, dann bitte doch diesen Lakaien aus der Hauptstadt um Hilfe. Aber komm dann später nicht zu mir, wenn es Probleme gibt. Mann, Mann, Mann. Nimm das nicht zu schwer, er war mal ein umgänglicher Kerl. Aber ich befürchte, er mag dich nicht. Ach, er hat eine sehr idealistische Einstellung. Marielle, vielleicht gehst du jetzt nach Hause und gönnst du noch etwas Ruhe. Das mache ich, Liebling. Erhol dich schön, meine Liebe. Ja, Mama. Ru wird noch eine Weile in der Klinik bleiben. Bitte hab ein Auge auf sie. Und ich werde dem Alchemistenrat einen Brief schreiben, um von deinem Erfolg zu berichten. Man wird sich dort sicher über die Fortschritte hier freuen. Das denke ich auch. Nun, dann gibt es heute nichts mehr zu tun für uns. Wir sehen uns bald wieder. Der Auftrag ist abgeschlossen. Es ist 9.40 Uhr. Das heißt, ich hätte noch genug Zeit, um hier noch einmal ein paar Sachen zu sammeln. Oh. Weil ich habe gesehen, es macht auf jeden Fall Sinn, genug Ressourcen zu haben. Und dabei ist nicht nur wichtig, die Kräuter zu sammeln, ouch, sondern sehr wohl auch die Viecher hier zu killen, weil auch die Ressourcen haben, die wir brauchen, die wir benötigen. Bei den Bäumen und Steinen bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, wobei hier ein bitter schmeckender Saft, das ist bestimmt auch wichtig. Diese Bäume haben
Geschmackloser Saft, okay. Ach, ich sollte ihm was zu futtern geben, aber... Aber ich hab nichts, oder? Wie kann ich ihm was geben? Okay, auch die Bäume sollen wir fällen. Weil da sind irgendwelche... Zumindest zum Teil irgendwelche... Whoops! Ja, Dinge drin. Jetzt will ich noch schauen, was passiert, falls man mal die gesamte Ausdauer verbraucht. Aber ich glaube, wir haben ja gelesen, man kann einfach seine Werkzeuge nicht mehr benutzen und man geht langsamer. Das versuchen wir jetzt mal. So, jetzt dürft's ziemlich hinüber sein mit unserer Ausdauer. Genau. Jetzt können wir nichts mehr machen. Ja, laufen können wir trotzdem noch relativ gut, aber wir haben zumindest mal einiges gesammelt und wir können jetzt, wenn wir wieder was machen wollen, hier ein wenig aus dem Vollen schöpfen. Also hier ist auch dieses Erz von den Bäumen, diese Dinger. Also man kann irgendwie alles gebrauchen, alles verwenden. Das heißt, alles mitnehmen, was nur irgendwie geht. Wir haben auch noch keine neuen Gegenstände bekommen. Erforschen können wir auch noch nichts. Aber das wird alles kommen. Wir gehen jetzt mal um 13.30 Uhr ins Bettchen. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.